Leute, ich sag nur, es ist komplett eskaliert. 830 Euro der Bon. Und ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute kommt was Legendäres, ich sage es euch. Ich bin richtig heiß. Ich war gerade schon drin in diesen Suppen. Wir sind hier nahe am Hafen. Ich werde euch heute die Frage beantworten. Und es lügt nicht, wenn ihr sagt, ihr habt euch nicht schon mal die Frage gestellt. Ich werde das heftigste Steak bestellen. 270 Euro werde ich reinknallen. Zahle ich selber aus meiner eigenen Tasche, ich schwör's euch. Tomahawk Steak gibt es noch dazu mit Gold drauf. Und. Dessert alles. Ich habe gerade mit dem Besitzer geredet. Wir hauen auf die Kacke. Ich war drin. Das sieht aus wie im 8-Sterne-Restaurant. Ich werde euch die Frage beantworten. Schmeckt so ein teures Steak? Lohnt sich das, so viel für ein Steak auszugeben? 270 Euro ist Kobe Beef. Ich habe auch immer nur 20 ausgegeben. So. Kriegt natürlich eine ehrliche Bewertung. Aber wir werden jetzt uns das Steak erstmal reinfetzen. Na? Das muss man noch dazu sagen. Das ist so ein, also ich würde das einfach mal sagen, Nobel-Restaurant. Also das kennt man in Hamburg unter heftigen Steaks. Kobe Beef haben die da am Start. Oh, Leute, wenn ihr das hört. Oh, also das ja, kenne ich sonst aus dem Fernsehen, Kobe Beef. Ich sag's euch, habe ich sonst immer nur im Fernsehen gehört. Zack Plus denkt dann, Holle 10, immer 10% Abzug mit meinem Code für den direkten Support. Da natürlich immer dran denken für die besten Supplements. Aber davon abgesehen, 50 Euro Gutschein natürlich wieder am Start. Pinne ich an für irgendjemand random. Hau ich in die Kommentare rein für irgendeinen Kommentar. Und lasst unbedingt, Leute, lasst es mich nochmal wissen. Ich brauche, genau jetzt, brauche ich euch für den Daumen oben. Der muss glühen. Und natürlich für die Kommentare. Jetzt werden wir ordentlich uns das Steak reinschnacken. Falls ich habe übelst Bock auf Steak, sage ich euch. Und das ist selten der Fall. Und jetzt werden wir gucken, ob das wirklich einen Unterschied macht. 250 Euro für ein Steak. Das ballern wir uns rein und schauen. Also Leute, wir wurden direkt von Summit in Empfang genommen. Summit, das ist, das kann man sagen, Nobel-Restaurant hier, ne? Tatsächlich, ja. Ja, das sieht auch direkt aus. Guckt euch mal, der rote Teppich ist ja für uns hier. Der ist extra für euch ausgerastet. Nein, guck mal, so wird man hier empfangen. Könnte ich dir meinen Autoschlüssel geben und du fährst das in die Garage? In meine, ja. Das ist kein Problem. Ja, aber so kommt das einen rüber. Glaub mir, hier ist anders. Also um es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen, das sage ich euch mit ganz viel Nachdruck hier am Feuer. Das hast du auch nicht überall. 250 Euro, wenn ich ein 200 Gramm Steak nehme. Wurde mir so gesagt, das kann ich die Aussage treffen. Hier ist eine Kuh draußen. Zieht euch diese Scheiße rein. Ich erwarte hier höchste Qualität, ein butterzartes Steak, das mir im Maul zerfällt. Sag mal, Jungs, seid ihr hier öfter essen? Entweder ihr seid reich oder eure Eltern sind reich. Nee, er ist reich, er lebt nicht immer ein. Ja, wieso bist du reich? Gute Eltern. Okay, aber warum geht's denn? Das musst du jetzt genau begründen. Warum genau der Laden? Das Highlight, wenn du wirklich hier hingehst, Vorspeise, die Pasta, viel durchprobiert hier schon. Also würdet ihr die Aussage unterschreiben, besser Laden? Nee, Theos ist besser Laden. Ehrlich? Jeder macht der Service noch ein bisschen aus und so. Ne? Aber alles klar, Jungs, danke euch für die Aussage. Ne? Ciao. Kuss. Also folgendes, Leute, ich muss noch mal alles so ein bisschen über den Haufen werfen. 1000 Informationen jetzt, wir sind drin gewesen. Wir werden dick jetzt, dick bewirtet. Es wird Vorspeise geben. Es wird ein Tomahawk Steak geben. Ich schwöre es euch, mit Gold drauf. Und wir werden das Kobe Beef wirklich für 260 Euro ballern. Das ist absolut gehoben. So, also jetzt werden wir an den Start gehen, Leute. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen zügeln mit meiner Lautstärke. Denn das ist hier ein ganz gediegenes Ding und wir wollen die Gäste natürlich nicht stören. Die zahlen viel, viel Geld, um hier essen zu können. Ich würde jetzt am liebsten hier reinschreien. Sie werden alle nicht gefilmt, aber das geht nicht. Ich glaube, die wollen in Ruhe essen. Aber ich glaube, ich muss mal eben kurz eine Ansage machen. Summit, wir werden jetzt hier richtig existieren. Die Gäste gucken schon. Kann ich so eine richtig laute Ansage jetzt machen und sagen, keine Angst, wir pixeln sie alle aus? Ungern, um ehrlich zu sein. Ist die unangenehme Situation gerade, sei ehrlich. In der Tat, ja. Ja, ja. Also für mich ist andere Welt, ich schwöre es euch. Wer mich kennt noch von meiner Geschichte, weiß, ich war jetzt nie mit Cash gesegnet. Nicht im Traum wäre ich auf die Idee gekommen, hier hinzugehen, was zu essen. Ich fühle mich wie ein Fremdkörper hier, ich sag's euch. Die gucken mich an, als wäre ich ein Mensch zweiter Klasse. Ich bin hier in so einer Art Weinkeller. Achmed, wo sind wir hier? Weinkeller. Ja, aber guck mal, die Temperatur gleich, ne? Ich habe ja Wein verkauft. Der beste. Ich war nicht schlecht, muss man einfach mal sagen. Man muss sich übertreiben. Ja, ja. Aber tatsächlich braucht der Wein wirklich eine bestimmte Temperatur, womit er auch bleibt, womit auch weiter reifen kann und womit der Wein auch nicht anfängt zu korken. Mann. Hier, irgendwann sag ich euch, sitze ich hier mit meinen CEOs und sonst was, mit meinem Geschäftspartner, wird genau hier mein 1-Million-Spezial, wenn wir hier feiern Achmed. Wir steppen hier jetzt nochmal durch. Hier noch ein Eindruck von der Bar. Ne? Wir haben ja auch die Bar am Start. Guten Abend, hallo. Das hat hier ganz viel Charakter, das Ganze. Ich glaube, wir haben genug vom Laden gesehen. Wir werden jetzt in die Küche und gucken uns die Zubereitung an. Hier spielt sich quasi die gesamte Produktion an. Oha. Ich will ganz kurz fragen, das ist unser Kobe Beef. Das ist Kobe und das ist das Tomahawk. Hat das auch die 200 Gramm, weil ich zahle das selber? Das hat auch die 200 Gramm. Okay, ja, muss man ja fragen. Das ist absolut der Shit, kann man sagen, was Fleisch angeht. Ne? Definitiv.
die Zuschauer, wenn jetzt wieder sagen, ich kenne das, wir könnten Brüder sein, wenn die sagen. Hoffentlich nicht. Das nehme ich als Kompliment. Wie die Stars sollen wir hier behandelt werden, gleich richtig mit Vorspeise, Nachspeise, alles drum und dran. Also wir werden richtig, richtig auf die Kakao. Wenn man hier was bestellt, wird das Fleisch einmal so am Tisch präsentiert, wo wir sitzen. Ah. Dann wird bestätigt, dass wir es wollen. Okay. Dann geht es nochmal zurück in die Küche, wahrscheinlich wird es zubereitet. Okay, dann gehen wir mal eben an den Tisch. Man kriegt das Fleisch an den Tisch, bestätigt das da. Will man sie haben, ja, nein? Und dann werden wir entscheiden. Ich werde einfach mal nein sagen. Nein, mach ich nicht. Wir nehmen das genauso mit vom Ablauf, wie es auch wirklich sein wird. So Leute, jetzt kommt unser Steak hier an den Start. Da haben wir das japanische Kobe-Fleisch. Kommt aus Kobe, die Region nennt sich so. Es sind Wagyu-Rinder, eine ganz besondere Art von Rinder in dem Fall. Die sieht man hier klar und deutlich, die Fettmarmorisierung. Das zieht sich durch das ganze Fett. Das ist tatsächlich genetisch bedingt bei den Rindern. Das macht es eben so wertvoll, weil die Züchtung einmal so lange dauert wie eine normale Rinderrasse. Und das im Jahr in etwa 3000 Rinder für den weltweiten Bedarf geschlachtet werden. Das ist nichts, ne? Das ist absolut gar nichts. Zusätzlich dazu haben wir dann das Tomahawk Steak. Das ist ein Ribeye, auch mit einem Fettanteil. Dann haben wir hier eben den schönen Knochen. Das Stück kommt aus Australien, mit Mais gefüttert, ist ein bisschen süßer. Und wie gesagt, das sind so zwei sehr, sehr, sehr schöne Fleischsorten, die ihr da ausgesucht habt. Und dass man auch so Infos kriegt, ne, mit Australien, überhaupt das zu wissen erstmal. Frag mal ein Restaurant, hat keiner eine Ahnung, was das überhaupt ist. Da bin ich gespannt, ob ich das rausschmecke. Also wir gehen zur Zubereitung. Es wird einfach ein Erlebnis und anders kann man es nicht ausdrücken. Für mich ist es gerade besser als jeder Freizeitpark. Besucht alles andere zusammen, das wird krank jetzt. Können wir noch zusätzlich zu dem Menü einen Burger haben? Weil ich bin Burger-Experte, ich würde gerne einen Burger noch kosten. Sehr gerne. Zusätzlich. Wir haben sehr schönen Burger. Okay. In Dänemark 3 Jahre hintereinander auf Platz 1 ausgezeichnet. Habt ihr da auch ein Restaurant oder was? Die kommen aus Dänemark. Ach so. Ja, dann nehmen wir den Burger noch. Ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, ohne mich hervorzuheben, in Deutschland der größte Burger-Experte. Dann freuen wir uns auf dein Urteil. Ja, genau. Welche Gasstufe Medium möchtest du mal? Medium auch gerne, ja. Also eins zeige ich euch schon mal. Am Ende des Videos lasst uns den Bon geben. Ich weiß selber noch nicht, was das kostet. Das ist richtig heftig teuer. Der Summit kommt. Okay, jetzt kommt der Vorspeisenteller, ne? So, exakt. Das sind französische Giraldo-Austern. Die kommen aus der Ostküste aus Frankreich. Die sind mit einem Muskel noch an der Schale dran. Dazu haben wir die Austerngabel. Das müsst ihr einmal abholen und dann quasi schlürfen. Okay, ich bin gespannt. So, das Ganze ist gelöst. Zwiebelvinaigrette. Zitrone drauf. Also wenn ich ehrlich zu euch bin, das ist jetzt nicht das, was mich direkt umhauen würde, so dass ich es mir bestellen würde. Aber vielleicht werde ich jetzt eher eines Besseren belehrt. Austern ist ein natürliches Aphrodisiakum. Ordentlich, ja. Ich bin gespannt, was heute Abend abgehen wird, wenn der Sohnemann pennt. Leute, ich sag's euch, kann absolut nachvollziehen, dass man das bestellt. Weil es einfach was Außergewöhnliches ist. Das schmeckt so, wenn ihr die Augen schließt. Ihr seid am Meer, esst irgendwas frisch am Meer. Das ist einfach komplett Augen schließen und genießen, so wisst ihr? Das ist geil. Ihr seht es, ich nehme ein zweites Ding, das würde ich nicht machen. Es hat was ganz Spezielles. Ihr schließt die Augen, ihr fühlt euch am Meer. Ein bisschen davon quasi, sage ich jetzt mal. Hat dieses Ganze inbegriffen. Dieses Gericht macht was mit einem. Vielleicht auch, weil man es nicht kennt. Man kennt es nicht. Bin am anderen Ort, wenn ich das esse. Das finde ich geil. Ich sag's euch, das seht ihr immer nicht, aber wir sind hier am Hin- und Herrennen. Dann müssen wir wieder in die Küche, müssen das abfilmen. Dann kommt das Neue. Das ist wirklich Schlag auf Schlag alles. Ach, man hat schon 3 Kilo Wasser verloren heute. So haben wir das nochmal in der gebratenen Version. Oh ja, guckt euch das an. Schöne Beilage. Brokkoli. Dann haben wir ja Spinat. Dann haben wir Tomatensalat. So, dann darf ich jetzt loslegen. Tomahawk Steak aus Australien, wie versprochen. Ich bin so hyped, wie ich lange nicht mehr war. Alleine das Brot, ne? Das machen die ja auch selber. Kräuterkruste und ein bisschen Salz ist da drauf, ne, Ahmed?
kein Scheiß, ich werde für das Brot hier ins Restaurant kommen. Deshalb bin ich so, sag ich mal, hyped und habe viel Erwartung. Spargel haben wir am Start. Ich glaube, Brokkoli ist das. Ja, stimmt, das ist Brokkoli irgendwie. Rahmspinat. Dann haben wir einen Tomatensalat mit Hirten. Tomatensalat. Drei Soßen haben wir am Start. Eine Pfeffersoße, Kräuterbutter und eine Bernese. Hausgemachte Pommes auch, ne? Also selber die Kartoffel geschnitten, frittiert und so weiter. Ganz verrückt, ich glaube, das kann nicht sein, ne? Das ist nicht einfach irgendeine Pommes ohne Seele, das hat Charakter. Und wenn du reinballst, ganz fein Salzcharakter mit einer süßlichen Note. Würde sehen, wenn da Zucker drauf wäre, da ist kein Zucker drauf. Aber ehrlich wetten müssen sonst, hätte ich gesagt, da ist Zucker drauf. So eine richtig liebliche Süße, ganz geil. Ich nehme das hier jetzt einfach mal so frei raus. Einfach lecker. Brokkoli-Traum. Ich würde jetzt mal sagen, gar nichts Außergewöhnliches, aber eine gute Kombi kannst du dir geil geben. Bei dem hier sage ich euch, ist jetzt nicht so top, bin ich einfach ehrlich, zu viel Salz für mich, nicht außergewöhnlich, einfach Käse drauf, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Da sieht man erst noch so ein Pesto drauf, ein stabiler Salat. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, auch jetzt nicht außergewöhnlich, einfach lecker. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Herz, zum schönen Tomahawk Steak. Und da geht jetzt der Spaß los. Hier haben wir auch noch so ein dickes Stück Fett. Guck mal hier. Ich sag euch ehrlich, da bin ich auch ganz pervers. Das fetzt sich so weg. Früher mein Vater fand ich immer richtig eklig, wenn ich das gesehen habe als Kind. Warum habe ich zwei Gabeln? Aber jetzt gebe ich mir das gerne so. Damit beginne ich auch. Gute Messer am Start. Also das Fett, ganz verrückt. Ich hätte beinahe gesagt, leicht fruchtig. Ich hätte sogar gesagt Tomatennudel. Dabei fragt mich nicht warum. Also damit will ich einfach sagen, es hat sehr speziellen Charakter. Ich sag sowas nicht leicht fertig, aber alleine schon dieses Steak, dieses Tomahawk Steak, von der Konsistenz kann ich mich nicht erinnern, sowas gegessen zu haben. Ich nehme kein Blatt vom Mund, wenn jetzt etwas nicht so top ist, weil das hier ist krank. Von der Konsistenz erinnert das, wie ich finde, so ein bisschen, wenn man einen Mund hat, so richtig magere, aber ganz zarte, von der Hähnchenkeule, wenn man da so reinbeißt und das im Mund sozusagen zerfällt. So fühlt sich das im Mund an. Ich war mein Leben lang immer auf der Suche Steaks und so und habe mich immer gefragt, warum Steaks im Restaurant, warum ist das nicht so geil? Für mich war alles Standard. Das hier ist mehr als Standard. Fett zerläuft, es zerläuft im Mund. Ich habe auf einmal Flüssigkeit im Mund. Benotung kriege ich durchweg von mir am Schluss, aber das im Kombi mit diesem Salz außen. Außen diese Kruste natürlich, die sich durchs Braten gebildet hat. Vorspeisen sage ich euch, für mich nichts Besonderes. Nämlich kein Blatt vom Mund. Nichts Besonderes ist aber auch nicht deren Kerngeschäft. Geht es hin, um Steak zu essen? Das hier ist Endgegner. Das ist irgendwie surreal. Kann man das sagen? Ach, ja, ne? 100%. Also ich sag dir, willst du dich einmal neben mich setzen? Damit, ich sag dir so, wie es ist. Ich darf kein Blatt vom Mund nehmen. Bei Essen, ne? Weil sonst machen diese Videos keinen Sinn. Also ich muss ehrlich sein, das muss meine Community wissen. Die Vorspeisen sind für mich nichts Besonderes. Außer die Pommes, ne? Die sind krank. Ja. Die sind krank. Das ist für mich lecker. Das ist für mich lecker, kann ich anders sagen. Das fand ich sogar nicht ganz so gelungen. Aber das Steak habe ich nie in meinem Leben so ein Steak gegessen. Das ist absolut heftig, diese Konsistenz, dieses Spiel von der Kruste außen, dem Fett, was im Mund zerläuft und dieses einfach butterzarte Fleisch, ich weiß nicht, wie ihr das macht. 100%. Die Soßen isst man ja auch zu dem Fleisch, ne? Genau, ja. Da werde ich jetzt auch noch einmal reinsnacken und dann müssen wir schnell das Kobe-Beef anfangen. Alles klar. Immer gut. Mach ich, danke schön. Jetzt die schöne Soße hier, guck mal nochmal ganz dicht dran, Ahmed. Das ist absolut Geschmacksexplosion. Diese Pfeffernoten durchdringend, würde ich beinahe sagen. Kurz vorbeißen und nicht negativ verstehen. Geil, richtig aggressiv, richtig boom. Süße dazu. Und irgendwo, ich glaube, wir arbeiten mit ein bisschen Alkohol da drin. Pfeffer, Süße, Endgegner. Ich sage jetzt mal, die Bernese, die wird man mit Sicherheit nicht auf Steak essen. Frisch, geil, wild. Kräuterbutter auch noch einmal ein Stück. Und dann geht's los zum Kobe. Auch mit dieser Butter, Leute. Ich danke Gott für diesen Tag. Ich sag's euch, ich liebe Steak ab heute. Ich liebe Steak ab heute. Komm, Kobe Beef Ahmed. Ich war beim Thomas aus Buxtehude. Ich habe da auch Steak gegessen, auch 30, 40 Euro ausgegeben. Das war nichts. Das ist heftig. Wirklich, das ist heftig. Ich kann es nicht anders sagen. Der absolute Shit, sag ich dir. Also das ist ein Steak, so habe ich es noch nicht gegessen. Er hat mich ignoriert, ne? Die haben viel zu tun, Leute. Muss man dazu sagen, ne? Jetzt kommt das Nonplusultra. Ich weiß nicht, wie man das eben toppen soll. Es soll ja dann noch zarter sein, ja, angeblich, ne? Ja. Bezweifle ich, weil das muss... Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Was ich immer sage, okay, satt werden und dann halt geschmacklich ist immer eine Sache. Mhm. Aber man kommt auch tatsächlich hier für das Erlebnis, mhm, und für diese Experience, dieser Spaß am Essen. Das ist so. So sage ich es auch immer. Essen gehen muss ein Erlebnis sein, muss in Gedanken bleiben und als schöner Moment. So. Das meine ich. Ich hoffe, es geht weiter so im Programm.
Also wir kriegen jetzt sogar Blattgold auf das Kobe Beef. Ich habe auch noch mal nachgefragt. Ich hatte Angst, irgendwie, dass der Geschmack drunter leidet. Ne? Kein Problem, sagen sie. Also das Gold übrigens 22 Karat. So, das ist Schmalz tatsächlich. Fett aus dem Kobe-Fleisch. Das kommt noch mal oben drauf. Das könnt ihr gerne so noch mal probieren. Ja, ja. Ich werde einmal ganz kurz reinsnacken. Wie gesagt, das ist reines Fett tatsächlich. Das ist wie ein Mini-Luftballon, der aber eine ganz dünne Schale hat und gefüllt mit Flüssigkeit einfach. Das zerplatzt wie eine kleine Perle im Mund. Moment, Leute, dieses Feeling, jetzt dieses teure Fleisch zu essen, das Beste, was man überhaupt kriegen kann, du kannst nichts Besseres kriegen. Es ist tatsächlich so, dass sich der gesamte Biss anfühlt, wie wenn man beim anderen Fleisch auch Fett beißt. Das ist ja das ganz Weiche immer, was komplett zergeht. Hier ist es so, als wäre alles Fett, als würde ich einfach nur Fett beißen von der Konsistenz. Es ist heftig. Das Gold schmeckt man auch nicht, ne? Aber das zur Info. Ist, glaube ich, wirklich gar kein Salz drauf. Bisschen Salz jetzt drauf gemacht. Ich brauche es mit Salz, eindeutig. Ohne Salz war es ein bisschen verwirrend, weil tatsächlich der Geschmack gefehlt hat. Aber mit Salz auf einmal kommt ein Geschmackserlebnis auf mich zu. Krank. Das ist heftig. Das ist heftig. Und da werde ich euch jetzt ganz genau mein Erlebnis schildern. Das Geschmackserlebnis ist eindeutig damit auf den Punkt gebracht, dass man das Gefühl hat, als wäre jemand mit einer Spritze beigegangen. Hätte überall noch mal Flüssigkeit reingepumpt. Das ist beinahe flüssig, das Ganze. Das ist heftig. Ich köpfe mir gerade 270 Euro rein, ne? Ist das Gold schon mitgerechnet? Nee, das ist noch nicht mit drin. Stimmt. Und keine Ahnung, was das kostet. Ach, nimm mal bitte dieses Stück hier rüber. Und glaub mir, mit Salz. Der Junge hat Ahnung. Absolut lohnenswert zu testen, weil sowas kennt man nicht. Wenn Leute davon sprechen, das zerläuft im Mund, es zerläuft wirklich im Mund. Allerdings von der Intensität, vom Geschmack einfach so, hätte ich mehr erwartet. Also das Tomahawk-Ding hat mich auch mehr umgehauen. Ist für mich vom Geschmack her intensiver, aber auf dem Teppich bleiben. Dieses Fleisch ist krank. Da spricht man einfach vom Geschmack und das war Baba-mäßig, das Kobe. Da kann man kein einziges schlechtes Haar dran lassen. Das war Gourmet. Bewertung kriegt ihr am Schluss von mir auch von beiden. Wir testen noch, weil ich Burger-Experte bin, den Burger eben. Burger am Start, Leute. Burger am Start. Guckt euch den Käse an, Leute. Boah. Ihr beißt in diesen Burger Bun rein. Das ist wie ein Trampolin. Ich schwör's euch, ganz fluffig, ihr beißt da rein und bumm, geht's wieder nach außen. Bam! Schöne Mayo drin, ich weiß nicht genau, was es ist. Schön intensiv, schöne Würze, das mag ich. Burger darf nicht fade schmecken, das ist genauso wie beim Döner. Steakfleisch auf dem Döner ohne Gewürz macht es nicht. Burger muss saftig sein. Frisch vom Grill, diese scharf angebratene Röstung außen, geiler Käse. Ich sag euch ehrlich, diesen Burger darf ich eigentlich gar nicht bewerten, weil ich habe mich auf die zweimal Fleisch eingestellt, habe extra erstmal wenig vom Tomahawk gegessen, damit ich fürs Kobe noch fresh bin. Da habe ich mich dann jetzt quasi satt gegessen, esse diesen Burger und die Bewertung kann ich eigentlich abgeben, weil die muss ich mir aufsparen. Zu einmal, wo ich mit Hunger hier reingehe, weil der Burger Endgegner ist. So Endgegner, wie ich es nie erwartet hätte, niemals. Ihr habt süß, sauer, salzig, scharf, ihr habt alles auf einmal. Ich sage euch so viel, ich bin in letzter Zeit Smashburger-Fan und habe immer die Aussage getroffen, ich glaube, das ist die für mich die Königsdisziplin, das was ganz oben steht. Aber dieser Burger, guck mal wie dick der ist. Das ist seit langem mal wieder ein Burger mit dicken Patty, nicht Smash, der mich vom Hocker haut. Ich bin satt, Leute. Ich muss ein extra Video machen nur für diesen Burger. Oh, scheiße, Mann. Gern geschehen. Mann, ich darf jetzt keine Bewertung abgeben. Ich mache ein extra Video dafür. Ich muss das Video abbrechen. Okay, tschüss. So, Nachtisch gleich. Wie sollen wir dir noch geben, Alter? Ich muss jetzt den letzten machen, weil meine Frau, die hat keinen Bock, um die Dings zu waschen. So. Geil, Mann. Ich sag erstmal nichts dazu, bis du deine Bewertung hast. Ja, ja. Ich sag euch eins, das sage ich euch nur einmal. Dieser Burger, so viel Spoiler ich schon mal, könnte
im Burger-Ranking alles gesprengt haben. Aber ich muss die richtige Bewertung raushauen, wenn ich Hunger habe. Also ich kann euch schon mal eins sagen, es wird eine Runde 2 hier im Restaurant geben. 100%. Die haben ja auch noch Dry-Age-Beef und so. Habe ich mal gegessen, Dry-Age-Beef, aber das hat mich enttäuscht damals. Ich möchte mal richtig gutes Essen und davon gehe ich aus. Bei dem, was ich jetzt hier erlebt habe, das ist ein Erlebnis, das ist ein Traum hier, das ist Abenteuerland. Und wir werden ein zweites Video drehen, wo wir auch den Burger nochmal bewerten werden. Weil das kann ich nicht machen, das ist unfair, ich kann es jetzt nicht machen. Jetzt gibt es Schokoladenfondue, es gibt Creme Brûlée und einen saftigen Cheesecake. Er wird es vom Hocker holen, Ahmed, wird das ja. Ahmed, deine Frau, was sagt die dazu? Ich glaube, fast es einfach nicht. Hast du ohne zu fragen das letzte Hin abgenommen? Entschuldigung, vielleicht angebracht. Da schicke ich als Clip deiner Frau, ich schwör's dir. So Restaurants wie Hänsler, Melzer. Ich habe da jetzt kein Steak gegessen. Ich werde es vielleicht für euch nochmal machen und den Vergleich machen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Aber ich könnte wetten, die können einpacken. Die haben alle großes Maul, aber ich glaube, das hier macht alle Platz. Samuel sagt ihm noch, das finde ich sehr interessant. Zum einen, er hat hier viel probiert selber und er ist sehr überzeugt davon. Das hat dich schon ein bisschen getroffen, auch dass ich das mit den Vorspeisen gesagt habe. Beilagen, genau. Das hat dich schon getroffen ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich stehe hinter den Produkten, hinter dem, das, was wir verkaufen, weil ich das selber auch sehr, sehr gerne esse. Und ja, wenn ich dann immer sowas höre, was ich eben lobpreise und dann die Gäste, dass deren Geschmack nicht ganz getroffen hat, dann macht mich das teilweise ein bisschen traurig. Ja. Creme Brûlée, Schokofondant, Cheesecake. Dreierlei Vorspeise. Ich liebe ja Vorspeise über alles. Ganz, ganz cremiger, lieblicher Käsekuchen. Fruchtig, säurelastig durch die Früchte. Macht das Ganze nochmal dieses Gesunde, wisst ihr? Mmh. Ganz fruchtiges Eis. Das Eis war Sorbet. Sorbet, denke ich mal, ja? Denk ich auch, ja, ne? Weil es ist sehr, frostig. Sehr, ja, und frisch. Erfrischend, wirklich erfrischend. Absolut gelungen. 8,7 für mich. Haben wir das überhaupt mit der Kamera nahe gefilmt? So? Ja, habe ich noch zwischendurch gemacht. Danke an Max, ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Es wird getragen. Ich würde es jetzt mal Butter nennen. Lieblich irgendwie. Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen Butter, aber es wird getragen. Einfach lieblich, butterig, weich. Dieser Crunch wird durchgehend im Gaumen präsent, unbeschreiblich. Kriegt von mir auch nochmal eine 9 von 10. Ihr habt die Butternote, die ganze Zeit präsent im Mund ist, die aber sozusagen fusioniert ist mit der Röstung vom Creme Brûlée. Und diese Röstung kombiniert mit dieser Butternote, das habt ihr im Mund. Und das ist vereint in ein Geschmackserlebnis, was ich so nicht kannte. In dieser Kombination, was zu einem Geschmack in sich hat. Schokoladenfondue, gehe ich mal von aus, wird mich genauso umhauen. Habe ich schon eine Benotung gesagt, ich gebe eine 9,3. Muss ich doch so geben. Was ist der, wo so Schokolade rausfließt? Na, Schokoladenfondue heißt das. Wollte ich gerade sagen, was ist denn zusammen mit dem Eis am besten? Sehr speziell. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, auch wenn es nicht als Zitrone an sich rüberkommt, weil es ja auch gebacken ist und ihr nicht mehr dieses frische Zitrone habt, aber ich würde beinahe sagen, da ist mit Zitrone gearbeitet. Trotzdem sehr frisch und so eine spezielle Note. Gibt von mir auch nochmal 9 von 10. Ich muss dazu sagen, ich bin absolut pappsatt. Ich denke mal, die Dinger hätten von mir noch bessere Bewertungen gekommen, wenn ihr nicht so krass satt wärt. Wir sehen uns vor der Tür gleich nochmal mit dem Endstand und auch mit der Benotung von den Steaks. Ich sage euch eins nur schon mal, das Gold, wenn das aufs Fleisch kommt, machen die automatisch den doppelten Preis. Ich sage euch, schmerzt ein bisschen im Herzen, aber es war es wert. Es war es absolut wert. Wir gucken gleich auf den Bon zusammen und natürlich die Bewertung, wie gesagt. Leute, ich sag nur, es ist komplett eskaliert. 830 Euro der Bon. Wir wollten eigentlich ein 250 Euro Steak essen. Zum Schluss haben wir den Scheiß vergolden lassen. Alleine für das Ding 560 Euro gezahlt. Ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich eindeutig gelohnt. Ich sage euch, zwar das Kobe-Ding gebe ich in Anführungszeichen. 9 von 10, habe ich auch im Video gesagt. Hätte ich vom Geschmack noch mehr erwartet, aber einfach dieses einzigartige Feeling, dieses Zerlaufen. Und das ist einfach individuell mein Geschmack. Aber dem Tomahawk, das kriegt von mir eine 9,8. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Also irgendwo wird es gehen. Deshalb die 9,8. Absolut krank. Burger-Video kriegt ihr noch. Da werde ich dann hier nochmal das Dry-Age-Beef testen. Und vielleicht noch was anderes auf der Karte. Absolut krank. Und der Burger wird, glaube ich, komplett in den Rahmen sprengen. Danke fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr immer dabei seid, für euren Support, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, durch euch. Das ist einfach so. Und deshalb von Herzen Dankeschön. Und Kuss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf einen Daumen oben, Kommentar und ein Abo. Und die Glocke an.